Ja, hi Leute, hier ist wieder euer Mofa. Ich grüße euch ganz herzlich und heute mit dabei ist... Hallo, Sirs! Ich habe mich extra in einem Popkiller versteckt. Nein, heute mit dabei ist der liebe... Hallo, hier ist euer Kackepferdchen. Moin Leute, hier ist euer Dr. Mofa LP. Okay, nein, wir spielen heute wieder Mofa and Friends. Wir haben vorhin schon mal angefangen mit dem lieben Samuel und dem Justin. Allerdings hatten wir da Probleme mit dem Tier. Mit dem Tier in Robocraft meine ich natürlich. Hallo? Okay, ich habe jetzt nur gerade in den Chat gelesen. Ich habe jetzt, unsere Lobby ist jetzt, besteht jetzt aus dem Samuel 4433 und dem Marcel 33. Und, ich hätte mal gesagt, wir wagen uns mal ins Battle jetzt. Genau, der Kaki fragt schon, was Marcel für ein Tier ist. Hallo, ich bin ein Biber. Okay, er ist T6, das ist ja Wunderbärchen. Dann starten wir doch gleich mal das Game. Und der, wie hieß er jetzt? Marcello. Sam und Marcel. Marcel hat gerade gefragt, ob wir der, ja, ist ja egal, auf jeden Fall wird er sich jetzt wundern, dass er wahrscheinlich gleich mit dem Let's Play ist. Jetzt haben wir immer noch 224. Wir haben es gerade noch angetestet, da hat noch alles wunderbar funktioniert und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder bei 254, 208 und aber es funktioniert, oh mein Gott, und Kaki kommt und er geht und der Busfahrer. Ein Hoch auf Busfahrer. Es hat sich bloß gerade so emotional angehört wie ein Fußballkommentator, finde ich, deswegen musste ich jetzt da irgendwie ablenken, weil ich jetzt nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Okay, wir haben hier hinten den Samuel, der spielt auch mit einem Mofa-Gerät und hier hinten haben wir den Marcel. Oh, der ist Heiler, sehr schön. Wer denn? Der Marcel. Oh, sehr schön, ja. Oh, schön, dass du mich platt fährst. Ich habe jetzt mittlerweile hinten an die Hinterachse Räder gebaut. Oh ja, das sieht aber gut aus, sein Panzer. Der gefällt mir echt gut. Also ich bild mir ein, dass tatsächlich hier der P80 ist es, ne? Ja, das ist der schönste von allen, muss ich ehrlich sagen. Ja, glaube ich auch. So den kann man auch schön modden, ja. Ja, irgendwie. Der hält auch sehr viel aus. Okay, den werde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Oh, hier hinten kommt gleich was. Den können wir vielleicht treffen. Oh, der ist aber nicht gut gepanzert. Glaube ich. Muss man den Bomber vom Hals schaffen. Ja, ich probiere das gerade hier. Oh, ich konzentriere mich gerade hier voll ins Game. Okay, der ist gleich down. Sehr schön. Hast du ihn down gemacht? Weiß nicht. Samuel was. Nice, Sam! Sehr schön. Sam hat die Schild aber echt geil draufgebaut, muss ich sagen. Dass es so ringsrum wie ein Kreis schon fast so aussieht irgendwie, ne? Ja. So wie es. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hat er die denn draufgebaut? Kannst du die da mal genauer anschauen? Ja, du kannst. Oh, yeah. Du kannst ihn mal. Wow! Du kannst ihn mal hinter dir angucken, dann schaue ich mir das Video an und stoppe es einfach. Nee, er soll mir dann einfach mal einen Screenshot, also ich habe jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, dass die Panzer nachbauen und dann auch in Tier 7 oder Tier 8 oder vielleicht sogar Tier 10 damit spielen. Ihr könntet echt mal Bilder von euren Panzern auf Facebook posten und da hätte ich sogar gleich vielleicht eine kleine Aufgabe. Wer den schönsten Panzer hat, da verlose ich dann ein cooles Spiel. Und zwar welches Code hier? Battlefield 4. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Battlefield 4 spielt. Wow, Alter, da steht ja noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist deiner? Ja. Mach ihn platt. Okay, Samuel ist ein Egoist. Nee, also das können wir tatsächlich mal machen. Also ich wollte tatsächlich ein Game verlosen. Battlefield 4, allerdings habe ich nicht gewusst, wie ich es machen soll. Jetzt hätte ich eine Idee. Ihr könnt mir mal Bilder auf die Facebook-Seite posten. Und der schönste Panzer, oder den ich für schönsten empfinde, der bekommt dann dieses Battlefield 4. Das habe ich hier sogar gerade liegen. Das ist noch original verschweißt und alles noch Paletti, also original alles. Und ja, wie gesagt, ihr könnt es dann gewinnen. Kaki darf natürlich nicht mitmachen, denn Kaki hat schon Battlefield 4. Ich habe schon, nur irgendwie ist ja, mein Rechner so schwach, dass es nicht funktioniert. Ja, Kaki hat auch einen Klumprechner. Nein, hat er natürlich nicht. Ihr müsst mir dann allerdings die Adresse schicken oder so, dann kann ich euch das zuschicken. Aber ich denke mal, das werde ich noch genauer in der Steam-Gruppe oder in Facebook mal schreiben. Ich habe mich jetzt überhaupt nicht aufs Game konzentriert, ich weiß jetzt gar nicht, was los ist. Wir gewinnen. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Hör mal, der Panzer sieht aus wie deiner. Also,
Jetzt warte mal, jetzt will ich mir den echt mal genauer anschauen. Der sieht echt gar nicht übel aus mit den Schildern. Das hat er echt schön gelöst. Ja. Was sind das für Schilder an der Seite? Sind das nicht T10? Ey, jetzt wurde ich sogar noch gehittet. An der Seite sind das... T8? T6, glaube ich. Die gleichen. Sind das T6? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe die gleichen gerade drauf. Wow. Okay. 9200, erstes Game ist vorbei. Wir haben gewonnen. Ich habe 121.000. Ich könnte mir vielleicht langsam wieder ein Radar drauf bauen. Ich spare ja immer von einem Ding zum anderen. Nee, wir sind T6. Wir müssten langsam mal neue Blöcke freischalten. Neue Blöcke, das wären die blauen. Was? Ich. Ach so. Ja, warte mal. Ich glaube, ich schalte mir jetzt tatsächlich ein paar Sachen frei, weil von T6 habe ich nämlich 115 Tech Points noch. Von T5 fehlt mir allerdings noch sehr, sehr viel. T5, T6, das sind die Elektroplates. Aber da wäre es vielleicht sinnvoller, die... Oh Gott, Nanodestruktors! Nanodestruktors. 51. Ich schalte sie mir jetzt, glaube ich, frei. Jetzt habe ich die T7 SMGs. Irgendwie ging das ja schneller als erwartet eigentlich. Und habe ich noch ein bisschen was frei für T... Ach du Kacke, hier mein Jammer und alles ist noch weg. T5 habe ich leider keine Punkte mehr. Okay, wir gehen jetzt einfach nochmal ins nächste Battle. Und du hast gewonnen, weil ich halt der Beste bin. Ja, okay. Was bedeutet B? Achso, für Battle, okay. Ja, jetzt gehen wenigstens die Lobbys. Also wie gesagt, Kaki und ich wollten ja vorhin auch schon andatteln. Und dann ja, haben die Lobbys leider irgendwie so ein bisschen... sich geweigert, mit uns spielen zu wollen, irgendwie. Ja, wir haben halt sehr lange gewartet, da ging die Aufnahme eigentlich direkt in den Mülleimer. Wo haben wir denn? Der ist der Samuel, da ist der Koti und hier ist der Marcello. Jetzt fahr ich mal mit dem Marcello mit. Medic! Medic! Wir mit dem Medic. Medic! Upsala. Ich kann mich jetzt bestimmt am Punkt drehen. Hier haben wir schon SMGs. Mitte ist natürlich immer tödlich, aber wir driften wieder scharf links ab. Keine Angst, ich bin Pro-Gamer. Ja, oh, dahin habe ich schon gleich was gespottet. Da oben ist auch noch was. Schau mal, was der Mofa alles spottet. What? What? Oh, oh, komm schon. Oh, ich wurde gespottet. Ich fahre links hoch, dann hast du freie Fahrt. Ja. Wow, ich bin hängen geblieben. Oben am Berg ist auch, glaube ich, oh, ja, da habe ich was gesehen, ja. Du hast alles gesehen, die ganze Map. Nee, ich habe gerade echt sehr viele gespottet, muss ich sagen. Da ist eine Rail, ja, die mache ich jetzt down. Da ist er. Der fährt jetzt natürlich runter. Komm schon! Oh, das war ein Hit vom Flieger. Okay, der Flieger ist fast down, ich habe noch 100 HP. Oh, unser Samuel ist da. Ne, wer ist denn der unser Heiler? Nicht der Samuel, der Marcello. Oh, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Ich werde ein bisschen geheilt. Was denn das für ein komisches Gefährt? Auf jeden Fall ist es... Bist du noch gut? Ich habe keine Dinge. Warte, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Nein! Er geht halt ins Verrecken nicht down. Er hat irgendwelche komischen Blöcke und er geht halt nicht tot. Marcello! Nein, der Samuel, wo ist Marcello? Ist der tot? Samuel. Ich glaube, ich habe Marcel tot geblockt. Okay, sorry, Marcel. Marcello. Okay, wir sind am Gewinnen. Wir gehen jetzt capturen. Das gibt dann nämlich nochmal ein paar ordentliche Pünktchen. Wie viel hat denn der drauf? 2, 4? Der hat auch 6 Stück drauf. Ich habe nur noch 4. Wo ist Marcel irgendwie? Steht der gar nicht in der Liste? Natürlich unter mir, ja. Ich habe sogar einen Kill. Awesome. Ein Hoch auf unseren Samuel. Mofa-Bert. Wow! Amazing! I believe I can fly. Ja. Du musst nur lang genug drücken. Oh. Ups. Ja, echt cool, dass eure Panzer so gleich. Ja, das sind die. Wow! Lololol.
Schau, der Mofa kann sich um die eigene Achse drehen. Woo! Awesome! Geh auf die Plattform, Junge! Ich habe so viele Punkte. Ne, okay, eigentlich nicht. Und die Räder am Bus drehen sich rundherum, rundherum. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ja, das ist auch geil, ja. Okay, ich habe 10.000 bekommen. Wir könnten eigentlich... Ich könnte umrüsten, Kaki. Jetzt warte mal. Ganz kurz, ich muss einmal auf C. Und dann muss ich auf Hardware. Und dann probiere ich mir jetzt die T6, weil ich spiele gerade noch mit T5. Achso, ich habe schon T6 drauf. T7 meine ich. Die kosten nur 16.000. Da kaufe ich mir doch gleich 6 Stück. Ich drücke hier immer komische Sachen. Befehle? Ja. Oh scheiße, ich glaube, die sind auch größer vom Umkreis, ne? Von diesem Radius. Ja, ich glaube, die 6 sind jetzt so... Oh shit, da komme ich gar nicht hin, glaube ich. Ja, das ist ja natürlich jetzt mega scheiße. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Was, okay, war, der so andere, funktioniert? Was war der andere Ohrwurm? Agathe Bauer? Nein. Ich weiß es nicht. Ich hab's auch vergessen. Wie könnte ich denn das jetzt beheben, dieses Problem? Könntest du wieder an die Seite hin machen? Ja. Aber das ist ein bisschen scheiße. Ja, glaubst du, wenn ich... Das muss ich mir jetzt mal kurz schnell auf die Schnelle anschauen. Ich weiß nicht, ob die sich so gegenseitig blocken beim Schießen. Ich befürchte ja schon. Ja, ich schicke auch mal einen Gruß raus an Otto, den Busfahrer. Ottfried? Otto? Der Typ, der Komiker? Nein, Otto, der Busfahrer heißt der. Gibt's ihn wirklich? Ja, ich bin immer sehr oft in Twitch unterwegs und dann da ist ein Mate, der heißt Otto, der Busfahrer, und immer wenn der in den Chat kommt, singe ich immer ein Hoch auf unseren Busfahrer. So, okay, so soll es auf jeden Fall taugen. Ich mag die 1x1-Türmchen ja auch nicht sonderlich. Aber es ist gerade besser wie gar nichts. Ich kann sonst mit meinen Waffen gerade nicht klar. Nee, das sollte aber klar gehen. Wir gehen jetzt einfach nochmal ins Battle. Und wie Mofa spielt jetzt komplett Tier 6 Waffen. Hat er auf einmal gekauft. So viel Geld hat das, liebe Mofa. Ich dachte, du hast T7 gekauft. Oder T7. Was jetzt? Wie du magst. Mofa muss kurz umhauen. Das ist ein B. Okay, ich habe hier zwar eine Scheinwerfer an, aber anscheinend sind hier die Batterien leer, also nützt es gerade gar nichts, dass das einfach noch leuchtet. Was leuchtet? Ich habe doch hier dieses kleine Licht für mein Facecam. Ich hatte gedacht, du hast ein Licht an den Panzer gebaut. Nee, das wäre Verschwendung, glaube ich. Kannst gar keine T7 draufbauen, weil du nicht einmal T7... Nee, das sind T7, oh, die hören sich aber schon ein bisschen anders an. Was ist mit Marcel los? Wo ist er denn? Hier ist Samuel. Wo ist der Marcel? Er fliegt hier. Ach so. Ein fliegender Teppich. Der hat doch Räder. Ja, aber ich weiß nicht, was mit ihm... Er hat auch Hovers. Ey, was ist denn mit meinem Fahrzeug los? Das lässt sich gerade so komisch lenken irgendwie. Hast du deine Räder umgebaut? Nee, eigentlich nicht. Es sei denn, ich habe vielleicht welche weggebaut. Warum fährst du oben rum? Ja, weil sie meistens oder sehr oft von hier dann kommen. Von hier drüben. Ist super, da ist doch, da ist schon eine Rail, da ist schon eine Rail. Ein Hoch auf unseren Bus. Da sind sie doch schon. Oh, okay. Bei uns wird gecaptured. Ich gehe zurück. Alles unter Kontrolle. So viel zu meinen neuen Rädern. Da oben. Ja, habt ihr schon geredet? Anscheinend irgendjemand, ja. Kacke, ich komme gerade mit meinem Auto nicht klar. Irgendwie. Gerade habe ich noch gesagt, wie geil es sich lenken lässt auf einmal. Und plötzlich geht gar nichts mehr. Wow, was war denn das? Was hat mich denn jetzt gehittet? Ja, leck mich fett, ey. Hinter uns am Spawn bei uns sind zwei. Ob du da irgendwas regeln kannst? Das sind ja, ich probier's gerade. Einer hat schon gefressen. Ja, ich bin tot.
Er schwebt halt in der Luft rum. Ich baue auch auf SMGs um. Sag mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ja. Baue ich mir T10 SMGs drauf. Ist tatsächlich ein Oh shit, da werde ich jetzt echt genutzt von der Rail. Ja, wie böse ich immer werde, echt. So einen Hals kriegen. Er nutzt mich mit seiner Rail weg, also da könnte ich echt kotzen, also. Na gut. Ja, ich bin auf jeden Fall aus dem Game. Ich schau mal, wer jetzt halt hier noch lebt. Der Marcello lebt noch. Der Samuel lebt auch noch. Der hat sogar schon 2 Kills. Wo ist er denn, der Samuel? Ah, die sind hier alle, beide. Oh, die haben sich lieb. Oh, wie sie kuscheln. Ey, Marcel hat ja ein komplett weißes Auto mit ein paar rosanen Steinchen dran. Ja, der hat irgendwie. Der hat aber 2, 4, 6... Oh, jetzt ist er down. Er hat ein bisschen größere... Destruktor. Komm, Samuel, mach Daddy stolz. Du hast einen super Panzer. Fahr! Los! ich finde, es war gar nicht so einfach, die Flugzeuge zu treffen mit den Dingen, ne? Also, wenn die Flugzeuge ein bisschen gut gepanzert sind, dann hättest du die einmal, dann haben sie nur noch 96 HP oder so. Was noch mega viel ist. Das heißt, du musst die tatsächlich extrem oft... Oh, er wurde von hinten mit einem One-Shot genutzt. Oh mein Gott. Ja, mit den SMGs braucht das ein bisschen, aber... Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zurück in unser Platoon oder in unser... Q? Heißt, glaube ich. Hieß so nicht das eine... Ding vom Billard? Nee, deswegen heißt Kö. Nein, das eine Getränk. Q? ich weiß nicht, was du meinst. Okay, Samuel muss jetzt auf. Okay, bis dann. Bye, bye. Okay. Ooh.